Guten Tag, mein Name ist Svan Rack von der 3D Scanning und Reverse Engineering Firma HoloCreators. Heute möchte ich die Frage beantworten: Was ist Reverse Engineering mit Volumenmodellierung? Bei dem Reverse Engineering mit Volumenmodellierung können wir einen 3D-Scan in ein CAD-Volumenmodell umwandeln. Das Ziel dabei ist die möglichst geringe Abweichung zwischen dem Original 3D-Scan und dem resultierenden CAD-Volumenmodell. Das Ziel ist hier keine Bauteiloptimierung, aber dazu werde ich später noch mehr sagen. Im Volumenmodell werden Bohrungen, kantige Formen oder Gewinde mit Regelgeometrien rekonstruiert, während organisch geformte Oberflächen, wie zum Beispiel von diesem Sportwagen hier, mit Freiformflächen vom Original 3D-Scan abgeformt werden. Am Ende werden die Daten dann in den neutralen CAD-Austauschformaten STEP, IGES oder XT bereitgestellt. Wie gehen wir an die Sache ran? Also in der Reverse Engineering Software versuchen wir uns mit dem Volumenmodell so nah wie möglich dem 3D-Scan anzunähern. Dabei nutzen wir alle CAD-Modellierungstechniken, die es so gibt, also zum Beispiel einen Volumenkörper erstellen durch Extrusion oder Rotation aus 2D-Zeichnungen oder auch die Flächenmodellierung, beispielsweise hier, weil Sie hier diesen Sportwagen zu modellieren und ihn dann als Volumenkörper zu schließen. Also alle Modellierungstechniken, die am Ende ein CAD-Volumenmodell erstellen. Was ist die Aufgabe des Reverse Engineerings mit Volumenmodellierung? Die Aufgabe ist, den 3D-Scan so genau wie möglich als Volumenmodell in CAD abzubilden. Die Aufgabe ist nicht, das Bauteil zu optimieren. Um das so ein bisschen genauer zu erklären, habe ich hier unsere HoloCreators Demo-Platte mitgebracht. Die haben wir übrigens gescannt mit dem GOM Core Scanner, kann man auch schön in dem Video hier sehen. Und dieser 3D-Scan resultierte dann also auch in dem Modell, das man hier oben sehen kann. Und wie gesagt, ich habe das gemacht, um so ein bisschen zu zeigen, bei Plastikteilen haben wir ja oft Fertigungsdefekte, also zum Beispiel Deformierungen. Und was wir bei dem Reverse Engineering mit Volumenmodellierung nicht machen, ist, dass wir diese nicht kompensieren. Wenn es wirklich darum geht, solche zu kompensieren oder also das Bauteil zu optimieren, dann nutzen wir die parametrische Modellierung mit Konstruktionshistorie und da nehmen wir solche Optimierungen vor. Ich möchte so ein bisschen auf die Vor- und Nachteile eingehen des Reverse Engineerings mit Volumenmodellierung. Der größte Vorteil ist natürlich, dass wir regelgeometrische Elemente und Freiformflächen in einem Modell kombinieren können. Ein weiterer Vorteil ist, dass das Modell sehr effizient aufgebaut ist. Das heißt, wir haben eine sehr kleine Dateigröße, was sich positiv auch auf den Hardware-Ressourcenbedarf des CAD-Systems auswirkt. Dann haben wir eine möglichst geringe Abweichung zwischen 3D-Scan und CAD-Modell. Das heißt, im Schnitt liegen wir da bei 0,05 bis 0,1 mm. Und ja, ein weiterer Vorteil ist, dass wir die Daten dann in den neutralen CAD-Austauschformaten STEP, IGES oder XT bereitstellen können. Was sind die Nachteile? Zum einen ist das der erhöhte Arbeitsaufwand, vor allem wenn das Teil nicht nur aus regelgeometrischen Elementen besteht, sondern auch aus Freiformflächen, denn dann müssen diese aufwendig konstruiert und kombiniert werden. Weiterer Nachteil ist, dass der Kunde eigentlich am Ende das CAD-Modell nicht mehr viel verändern kann. Sie können vielleicht mal eine Bohrung rauslöschen oder ein Gewinde, aber eigentlich kann man da nicht mehr so viel dran machen. Wenn es wirklich darum geht, ein völlig modifizierbares CAD-Modell zu haben, parametrisch aufgebaut, dann empfehle ich das Reverse Engineering mit parametrischer Modellierung und Konstruktionshistorie. Ich habe alle 3D-Daten nochmal zum Download vorbereitet, sowohl den Original 3D-Scan als auch das CAD-Volumen-Modell. Die Links finden Sie auf unserer Seite holocreators.com, aber ich werde die Links auch nochmal in die Videobeschreibung posten. Da können Sie das dann runterladen und in Ihrem eigenen CAD-System ausprobieren. Zum Schluss nochmal eine kurze Zusammenfassung. Also das Reverse Engineering mit Volumenmodellierung erstellt ein CAD-Volumenmodell. Damit ist es optimal dafür geeignet, regelgeometrische Elemente und oder auch Freiformflächen in einem CAD-Volumenmodell miteinander zu kombinieren. Die Daten stellen wir dann bereit in den neutralen CAD-Austauschformaten STEP, IGES oder XT. Und jedes Volumenmodell liefern wir auch immer mit einem Report, der die Abweichungen dokumentiert zwischen dem 3D-Scan und dem CAD-Volumenmodell. Also da können Sie genau sehen, wie genau wir gearbeitet haben.
Wie eingangs schon erwähnt, ist HoloCreators eine 3D-Scanning- und Reverse-Engineering-Firma. Das heißt, wir bieten alle 3D-Scanning- und Reverse-Engineering-Verfahren an. Wenn Sie da mal ein Projekt haben oder eine Frage, rufen Sie mich gerne an oder schreiben Sie mal eine E-Mail. Die Daten finden Sie auf unserer Webseite, holocreators.com, habe ich hier auch nochmal eingeblendet. Ansonsten werde ich sie auch in die Videobeschreibung posten. Ich würde mich freuen. Bis dahin, auf Wiedersehen.